Ja, liebe Frau Samrotzki, wie Sie unschwer erkennen können, habe ich das Problem mit den Haaren nicht. Ja, das ist sehr nett, danke schön. Verehrter Herr Bundesminister Özdemir, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Faber, sehr geehrte Herren Abgeordneten Auenhammer, Herrn Bär habe ich jetzt noch nicht gesehen, der wollte noch zu uns stoßen, der kommt im Moment. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz Ihrer vielfältigen und wichtigen Aufgaben in der Regierung und im Parlament und trotz der jetzt laufenden Haushaltswoche und der Abstimmungen heute hier sein können und hier sind. Und ich danke Ihnen besonders für die damit ausgedrückte Wertschätzung für die Arbeit der Menschen im BVL. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Herren Kollegen Url, Wiss und Elschner, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern, verehrte Gäste aus Wissenschaft, aus Verbänden und Organisationen, liebe Kolleginnen und Kollegen auch aus dem BVL, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre BVL begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Hier in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg, sozusagen ein wenig exterritorial. Das Land Baden-Württemberg hat sich ja vom Ländle zu meinen Studienzeiten hin zu The Land entwickelt und ich glaube, es steht ihm gut. Und genauso grüße ich natürlich die Menschen, die jetzt nicht hier in Baden-Württemberg sein können, sondern zu Hause oder im Büro uns im Livestream verfolgen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Covid-bedingt mussten wir die Teilnahme vor Ort leider deutlich begrenzen, aber digital können alle dabei sein. Wir leben Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Mit dieser Vision arbeitet das BVL seit nunmehr 20 Jahren wissenschaftlich fundiert und auf Grundlage unseres gesetzlichen Auftrags sowohl beim Vollzug der Gesetze als auch in der Politikberatung. Auslöser für die Gründung des BVL waren viele Lebensmittelskandale in den 1990er Jahren und letztlich die BSE-Krise. Die Gründung erfolgte deswegen in Bonn im Frühjahr 2002 durch die damalige Bundesministerin Frau Renate Künast und ich freue mich, dass sie nachher auch aktiv an unserer Podiumsdiskussion teilnehmen wird. Ziel war es und ist es, den gesundheitlichen Verbraucherschutz insbesondere durch die Trennung von Risikobewertung und Risikomanagement in der Lebensmittelkette zu stärken. Der Gründungspräsident in den ersten 6 Jahren war Herr Dr. Krugel. Der Nachfolger, Herr Dr. Czierski, führte das Amt von 2008 bis 2019. Und ich freue mich sehr und ich finde es schön, dass Sie beide heute hier bei uns sein können. Was im Mai vor 20 Jahren mit 25 Mitarbeitenden zunächst als Bundesanstalt begann, ist heute eine moderne Dienstleistungsbehörde mit über 850 Fachleuten in Braunschweig und hier in Berlin. Aus dem Team der ersten Stunde arbeiten noch immer Frau Preußendorf, Frau Breitweg-Lehmann, Frau Otto und Herr Jud im BVL und ich freue mich, dass auch Sie heute hier sind. Am 1. November vor 20 Jahren wurde aus der Bundesanstalt endlich das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das Aufgabenspektrum erfasste von Beginn an die Koordination der Lebensmittelüberwachung in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, die europäische und die internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit der EFSA, mit der EMA, mit dem FVO, FAO, WHO und OECD. Sehen Sie mir die Abkürzungen nach, Sie sind alle Insider und wissen sicherlich damit auch, wie das anzufangen. Ja, und natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerbehörden und Fachorganisationen in vielen Ländern. Wir waren von Anfang an und sind verpflichtet der Harmonisierung von Untersuchungsmethoden mit Laboren zunächst für Pflanzenschutzmittel und Antibiotikaresistenzen und später auch durch Hinzunahme weiterer nationaler Referenzlabore. Das Aufgabenspektrum hat sich ständig erweitert, wurde immer breiter und wir übernahmen zusätzliche Aufgaben aus anderen Behörden, beispielsweise
Und wir leben in einer Zeit, Herr Minister, der Multikrisen. Wir übernahmen das Krisenmanagement im Bereich Lebensmittel und die nationale Kontaktstelle für das europäische Schnellwarnsystem RAS-FF vom damaligen BMVEL, wie das Ministerium seinerzeit hieß. Wir übernahmen Lebensmittelsicherheit und Tierarzneimittel vom Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin im Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums. Wir übernahmen Eiden von der BLE, von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, die Zuständigkeit für Futtermittel. Für Pflanzenschutzmittel kam die Zuständigkeit aus der damaligen oder aus der früheren biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig. Und last not least, im Jahr 2004 übernahmen wir die Zuständigkeit für gentechnikrechtliche Fragen aus dem Robert-Koch-Institut hier in Berlin. Herr Kogel hat es mir kürzlich noch mal bestätigt. Die Bewältigung der ersten Krise war bereits wenige Wochen nach Gründung im Frühsommer 2002, als mit Nitrophen belastetes Futtergetreide für Hühner auftauchte. Die Bewährungsprobe wurde, glaube ich, gut gelöst. Das war auch notwendig, denn immer weitere Lebensmittelkrisen folgten, an denen das BVL, auch das, glaube ich, muss man hier sagen, auch wuchs und lernte. Diverse Dioxinfälle, 2006 Schweinefett, 2008 Schweinefleisch, 2010 Futtermittel und viele von Ihnen werden sich erinnern, der bislang dramatischste Fall mit über 50 Toten war die EHEC-Infektion, EHEC-Kontamination von Sprossen. Damals waren in Deutschland über 4000 Erkrankungsfälle zu verzeichnen. Dann gab es einen Fall, der schon Ergebnis auch der Globalisierung war. Noroviren an Erdbeeren tauchten in 2012 auf. Und ein Fall, der mehr in den wirtschaftlichen Verbraucherschutz fast fällt, aber die Menschen dennoch auch verunsicherte, war nicht deklariertes Pferdefleisch im Jahr 2013 in Lasagne. Fipronil in Eiern, ein Insektizid, das da wahrlich nicht hingehört, hatten wir im Jahr 2017 und 2018 als Krisenfall. Und einer der jüngeren Listerien in Wurstwaren war just bevor ich das Amt hier antrat, im Herbst 2019. Und hier hat das BVL wahrhaft detektivische Arbeit geleistet, diesen Fall auch aufzuklären. Den jüngsten Fall kennen Sie alle. Schokosalm im Frühjahr 2022, kurz vor Ostern. Diejenigen, die vielleicht nicht so bewandert sind, Schokosalm ist kein leckeres Fischgericht, sondern das waren unappetitliche Salmonellen in Schokoladenprodukten aus Belgien, die hier Namenspatron waren. Aber, Herr Minister, ich glaube, das darf ich hier mit Stolz sagen, Schokosalm zeigte mir, das BVL kann Krise. Wir hatten erfreulicherweise keine ernsthafte Krise, sondern konnten die in den letzten 3 Jahren, seit ich hier bin, rechtzeitig immer abbiegen, wie bei Schokosalm, indem wir die gute europäische und innerdeutsche Zusammenarbeit genutzt haben. Aber meine Kolleginnen und Kollegen sind gestandene Fachleute, die wissen, was sie zu tun haben. Und die Zusammenarbeit mit dem Ministerium, die Zusammenarbeit mit den Länderbehörden, die Zusammenarbeit mit der europäischen Ebene klappt reibungslos und sie klappt hochprofessionell. Ich möchte ein paar weitere Meilensteine des BVL noch nennen, die auch heute noch von großer Bedeutung sind. Das erste Zoonosenmonitoring fand im Jahr 2002 statt, als die Bundesländer das bundesweit durchgeführt, koordiniert durchgeführt haben und wir hatten die Aufgabe, diese Daten später auszuwerten und zu veröffentlichen. Seit 2009 ebenfalls führen wir ein Resistenzmonitoring tierpathogener Erreger durch. Das ist im Arzneimittelgesetz uns als gesetzliche Aufgabe auch zugeschrieben. Im Jahr 2010, seit 2010 sind wir der nationale Kontaktpunkt der EU-Schulungsinitiative Better Training for Safer Food, mit der europaweit ein hoher einheitlicher Standard der Lebensmittelsicherheit und der Lebensmittelüberwachung gewährleistet und herbeigeführt werden soll. 2011 gründeten wir sehr vorausschauend, weil der Onlinehandel gerade erst im Entstehen war, die Internetkontrollstelle gezielt gemeinsam mit den Ländern
beobachten wir hier den Online-Markt mit Lebensmitteln. Und wir hatten auch im Jahr 2020, weil auch Nahrungsergänzungsmittel in das Beobachtungsspektrum fallen, den Fall aufgedeckt und auch abstellen können, gemeinsam mit den Kollegen aus der EU und den Bundesländern, dass unlautere Werbung für angebliche Covid-Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln von uns aufgedeckt und letztlich auch zu Ende gebracht wurde. Wir haben in diesem Jahr 2011 das Lebensmittelportal lebensmittelwarnung.de erstellt, das ja auch im Koalitionsvertrag zur Modernisierung aufgerufen ist. Da sind wir auf einem sehr guten Weg und ich denke, im nächsten Jahr sind wir so weit, dass wir tatsächlich das neue Portal mit einer App sehr benutzerfreundlich, sehr viel benutzerfreundlicher als das alte Modell dann auch präsentieren können. Ja, im Jahr 2020 haben wir auch im Pflanzenschutz uns der koordinierten Kontrolle des Internethandels mit Pflanzenschutzmitteln mit der Kontrollstelle Zopf angenommen. Heute sind wir vor allem ein zentraler Datenmanager. Wir haben ein integriertes Datenmanagementsystem mit mehreren Teilmodulen, beispielsweise für die Lebensmittel- und Futtermittelzusatzstoffe. Wir führen Datenbanken für unerwünschte Arzneimittel oder über unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Wir dokumentieren, wir erfassen die Antibiotikaabgabe und Verbrauchsmengen. Wir erfassen die Abgabe und zukünftig gegebenenfalls auch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Wir führen das Standortregister für gentechnisch veränderte Anbau- und Versuchsanbauten, was momentan relativ dünn ist, weil es das in Deutschland nicht gibt. Wir dokumentieren die Stellungnahmen der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit, die bei uns angesiedelt ist, und die Länderstellungnahmen zu gentechnischen Verfahren. Also ein breiter Strauß an Aufgaben und alles Aufgaben, die uns gesetzlich übertragen wurden und die wir mit dem notwendigen Ernst auch ausführen. Wie andere haben auch wir in den vergangenen beiden Jahren nicht nur beim Datenmanagement einen Digitalisierungsschub erlebt, den wir aktiv gestaltet haben und auch weiter gestalten werden. Verehrte Gäste, es ist mir eine Ehre und eine große Freude, dass Sie diesen besonderen Tag für das BVL mit uns feiern. Ich freue mich auf spannende Vorträge und anregende Diskussionen. Der Vormittag steht unter dem Motto gesundheitlicher Verbraucherschutz und ich bin sehr gespannt auf die Vorträge von Herrn Dr. Url, Herrn Dr. Wiss und Dr. Elschner, die uns die jeweiligen Perspektiven der EFSA, eines freundschaftlich verbundenen Nachbarlandes und der deutschen Bundesländer näher bringen werden. Anschließend soll es in der Podiumsdiskussion mit Ihnen, Herr Faber, Frau Künast und Herrn Dr. Url, um die zukünftigen Herausforderungen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes gehen. Und am Nachmittag werden wir uns dem Gründungsgedanken des BVL Lebensmittelsicherheit vom Acker bis zum Teller, heute sagt man from farm to fork, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und Ziele für die Gestaltung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes vorstellen. In einem packenden Science Slam werden die Fachleute des BVL aktuelle Themen aus allen Abteilungen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes im BVL vorstellen. Eine zweite Podiumsdiskussion wird sich dann der Frage widmen, unter anderem der Frage widmen, was kommt künftig auf den Teller, und ich nähere mich allmählich dann auch dem Ausgang des Tages, damit die Gespräche mit und zwischen Ihnen nicht zu kurz kommen, möchten wir den Tag auch mit leckeren schwäbischen und anderen Spezialitäten auf dem Teller in lockerer Atmosphäre ausklingen lassen. Doch jetzt, Herr Bundesminister, freue ich mich darauf, dass Sie uns mit Ihrer Festrede Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im 21. Jahrhundert zunächst, und das ist der letzte Anglizismus, Food for Thought servieren werden. Herr Bundesminister, wir sind gespannt und freuen uns auf Ihren Vortrag.